Ja, jetzt gerade, selbst wenn du zu mir kommen würdest, würdest du mir eigentlich eher einen Gefallen tun, weil du die Lugia platt machen würdest. Oh. Ja, stimmt. Apropos Lugia. Ich verteidige gegen die Lugia, denn diese Typen... Pulpo Deva. Bitte? In Pulpo Deva? Nein, die Typen sind von Odessos aus oder von Arti irgendwas wieder zu mir gelaufen, so. Weil ich jetzt Odessos halt wieder einnehmen wollte. Mhm. So, die Siegstossen schienen relativ gut für mich. Ich würde sagen, wir ziehen das schnell durch und dann, also ich ziehe das schnell durch und du berätst mich strategisch. Okay. Und dann, genau, dann hole ich mir Odysseus wieder und dann ist alles wieder. Ja, und dann ist alles wieder gut. Obwohl, nein, da muss ich ja auch erst wieder umbauen, weil dieser blöde Arsch da wahrscheinlich. Ach, warte, es ist ein Hinterhalt? Ja. Du bist in Gewaltmarsch rein, wahrscheinlich. Ja, ich bin im Gewaltmarsch, aber. Genau. Ach so, aber das ist sein Special, ne? Dass wenn er eine Armee im Nee, wenn du im Gewaltmarsch bist, und ein Gegner dich angreift, ist es automatisch Hinterhalt, weil du bist ja im Marsch gerade. Und ach so. Du bleibst quasi nicht stehen und hast ja, irgendwas gemacht. Okay. Aber er wird sehr wahrscheinlich von rechts kommen, weil da ist Wald. Ja, also wenn er klug ist, würde er eine Zange machen. Wir können ja auch so machen, dass du mir die Hälfte der Armee gibst. Mhm. Dann ist es vielleicht einfacher. Dann kann sich einer dann, also wenn es eine Zange ist, je einer eine Seite nehmen. Ach so, aber ich genau, kann ja so gesehen nichts machen. Ja, du kannst dann Pause machen. Okay, verliert nicht den Kopf, Jungs. Okay, mein General ist dick am Rumschreien. Okay, Pause. Okay, er kommt von der... Er kommt vom Hügel und zwar komplett vom Hügel. Mhm. Okay, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da... Kannst mir ja entweder die Pekiniere geben oder die Hopliten und dann je nachdem der eine... Ich gebe dir die Hopliten, weil die Pekiniere brauche ich so ungefähr einmal aufstellen und danach okay. Brauche ich mit denen nicht mehr viel machen. So. Heißt, du darfst hiermit auch was tun. Mhm. So. Und ich kann ja jetzt schon Befehle geben, sobald wir mit der Pause auf. Genau. Das sieht folgendermaßen aus. Ich möchte, dass ihr euch hier aufstellt. Genau. Keine allzu breite Phalanx. Und die Bogenschützen kommen dann dahinter und ich mach dann die Kurve. Genau. Ich rast dann die Kurve. Aber was bitter ist, ist, er hat sehr viele Jugendliche, also germanischen Jugendlichen. Das sind so Speerwerfer und die haben sehr krassen Durchschlag. Also. Okay. Na dann werden wir mal sehen, ob wir die dagegen vorgehen können. Mhm. So, und der General stellt sich hier hin. Gut, dann machen wir weiter, oder? Jo. Hast du deine Dings schon alle irgendwie... In der Gruppe und dann laufen die los. Alles klar. Schnell! Doppelte Geschwindigkeit! Ja, ich finde das so geil, wenn die in. Also so sich dann auffächern. Macht irgendwie Spaß zuzusehen. Schnell vorrücken! Sparta! Nein, du wirst ihn nicht umrunden. Ich habe auf der anderen Seite den General hingestellt. Okay.
um eben das zu verhindern. Aber der zieht ziemlich viele von seinen Jungs hier um mich rum. Also ja. Heieiei, heieiei, hei. Okay, der ballert halt mit allem, was er hat, auf den General drauf. Ja. Okay. Hast du irgendwie eine Einheit Hopliten, die du zu mir rüberschicken kannst? Ja, mache ich gerade. Sehr gut. Wichtiger ist sie, wäre sie eigentlich hier. Ja, bin auf dem Weg. Ich wollte dir Fernkämpfer nur davon abhalten, auf deine Pikeniere zu schießen. Okay. Ja, ich baller da gerade mit Steinschleuderern und so allem drauf, was ich da hab. Ja, fokussier lieber die Fernkämpfer von ihm. Weil im Nahkampf sind wir ja besser. Die eine Silbereinheit wird komplett sterben. Ja. Zu euren Diensten. Eure Befehle. Ja, Kommandant. Spartaner! Okay. Bereit zum Einsatz. Durchbrecht die Linien! Die Männer wanken. Sparta! Wie ihr befehlt. Eure Befehle. Wie ihr befehlt. Befehle verstanden. Verstanden. Hopliten bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Spartaner! Speerkämpfer bereit! Greift ihre Positionen an! Bereit! Zu Befehl! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Ich finde, die sollten, wenn man Einheiten gibt, die irgendwie anders noch hervorheben, farblich. Was meinst du? Weil ich jetzt teilweise die ganze Zeit auf die Hopliten draufklicke, weil die halt genauso von dem... Also vom Banner aussehen wie die... Banner genauso aussehen wie die Piken, genau. Ja, das stimmt. Und mich halt dann frage, warum die nichts tun, wenn ich sie anklicke. Ja. Ja, das ist wahr. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Spartaner! Hopliten Phalanx! So. Bin mal gespannt, wie viel Damage die Steinschleuder und Jugendlichen gemacht haben. Weil die haben schon ziemlich reingehauen. Wir erwarten eure Befehle. Schneidet sie in Stücke! Befehle verstanden! Okay, jetzt haben wir es aber geschafft. Ja, ich will sein General. Ja. Ja, den bekommen wir auch. Sparta! Wie ihr befehlt! Bereit zum Einsatz! Befehl verstanden! Zerstückelt sie! Der General steht gerade ganz alleine da. Warum tötet den General? Fortfahren. Speere bereit.
Siehst du ihn? Gerade nicht. Aber eigentlich müsste er noch mitten unter den Leuten sein. Ah doch, ich sehe den. Oder? Und zwar? Nee, okay. Er ist gerade gestorben, also war er es nicht. Aber er sagt zu mir nicht, dass er gefallen ist. Eben, ja, dann war es ja nicht. Warte, also, hier sind noch zwei Einheiten. Also, ja, der General hat noch drei Einheiten insgesamt. Also, da sind zwei. Aber die beiden sind's nicht. Eigentlich nicht, ne? Das ist hier, auch nicht. Oder? Warte, wo? Das ist er, glaube ich. Die Gorgos-Kriegerinnen haben ihn. Okay. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Komplett bereit. Hier da. Schnell vorrücken. Warte, er läuft hier. Ne, da? Da. Jetzt gerade in die Richtung. Ja, das könnte er. Ja, das ist er. Lol. Wie kommt der denn da hin? Das Blöde ist eigentlich eher, dass die alle woanders hinlaufen, wenn man auf ihn draufklickt, dass sie halt nicht ihn, sondern irgendwen anders. Ja, weil zwei Einheiten da sind. Und eine Jetzt geht's. Die Gorgos-Plänklerin. Ich weiß noch nicht, ob die ihn in Reichweite haben schon. So, wie geht's euch? Ihr seid noch aktiv. Und der Typ sieht aus, als wäre er schon vollkommen außer Atem. Jungs, schnappt ihn euch aber auch. Tja, dafür sind Kavalleristen sehr gut. Ja. Mach mal bei der Piken-Einheit die Phalanx aus, weil dann sind sie langsamer. Ja, die Plänklerin ballern, ja. Aber er lebt noch, er lebt noch. Ja, die erste Salve hat er überlebt. Jetzt hat. General ist jetzt hat. Wunderbar. Uiui, was für eine Hetzjagd, ne? Ja, so, Gefecht beenden. So, das ist eigentlich ganz witzig, wenn du meinen A** kriegst. Ja, ist schon lustig, ja. Okay, die haben, ja, drei haben um die 100 gemacht und dann 80 und also, die haben schon sehr reingehauen. Mhm. Ja, halt diese Speere, die sie beim Chargen werfen, sind halt sauböse. Ja. Die kann halt die kompletten ersten zwei Reihen von einer Phalanx zerstören. Ja. Ja. So, Schlacht 1 von 2. Mhm. Das müsste bei mir nur irgendwann der Ladescreen gehen. Ja. Aber drei Einheiten, ja, oder zwei sind komplett ausgelöscht, oder? Von dir? Ja, zwei von den Hopliten-Einheiten kriegt. Ja. Und eine Pionier-Einheit ziemlich am Ende. Aber ihm haben halt zwei Steinschleuderer durch komplett überlebt, ne? So, die eine hat echt keinen Kratzer gekriegt. Ja. Wir sind halt dann aber irgendwann Ja, zum Glück. Ja. Naja, also das, also mit schweren Infanteristen kommt man halt gegen so leichte nicht an, ne? Also,
wenn es zur Verfolgung geht. Ja. So, haben wir es jetzt dann. Na. Oder wir kämpfen kein weiteres, sondern warten die ganze Zeit. Vermeidet Sturmangriffe eurer Kavallerie gegen hölzerne, was hat er gesagt? Keine Ahnung. So, nee, die werden nicht alle getötet. Oha. Ja, genau, verzieh dich aus meinen Reihen. Die Liebe zum Gold weckt Norica. Das Böse im Menschen. Gebt uns euer Gold. Das schwimmt. Nee. Wenn ihr Frieden wollt, müsst ihr zahlen, nicht ich. Hey, du bist ungefähr dreimal so. Am Altar unseres Wohlwollens Geld muss ein wenn Opfer wir gebracht werden. Natürlich, sprechen. Naja, ist doch realistisch, oder? Ja. Ja, sie haben vielleicht gedacht. Oder so. Hm. So, natürlicher Tod, Admiral. Mission fehlgeschlagen. Oh nein. Dafür hätte ich 500 Gold bekommen. Schade. So. Du gehst mal nach Siede. Das machen wir jetzt auch automatisch, weil das ist ein bisschen eindeutig. Also ich finde, ich mag das in einem Spiel. Ja, okay. Siede hast du doch, war doch die ganze Zeit deine Stadt. Ja, die habe ich ja diese Runde quasi automatisch verloren. Hm. Das war ja das mit den ganzen Schiffen, die Fernkampfschiffen. Okay. So. Zum Glück hat er da nichts geändert. Wieso habe ich da zwei Tempel drin? Das macht ja gar keinen Sinn. Naja. Das nennt ihr eine Garnison? Für Tod und Ehre! Okay. So. Zwei Runden noch, dann. Aber das Knossos da hinten ist. Was, in zwei Runden bist du bei mir? Nee, dann kapituliert die eine Stadt. Zwei Runden bin ich bei dir. Wow. Ja, ich. Hätte ja sein können. Ich ignoriere die ganzen Streitkräfte in mein Land und gehe einfach. Ich rush einfach zu dir rein. Naja, wenn du jetzt. Wenn Knossos. Jawohl, was. Knossos denn dahin? Ja. Das ist eine gute Frage. Sechs Runden. Aber Knossos hat dafür, dass es hier hinten halt so eine Insel hat. Also ist eigentlich ganz schön viel Armee. Ja, der macht sich auf jeden Fall mal breit. So. Hm? Kinder des Zeus, die Verteidiger des Olymps. Dann hat er sich gedacht, hey, ich nehme einfach mal Siede ein. Ja, warum denn nicht, ne? So, die bunkern sich da ein. Ich spare jetzt den schlechten Chemiewitz, weil das das Niveau. Ah, naja. Sechs Runden noch, dann mache ich eine neue Armee da. Gut, bei mir ist soweit überhaupt nichts los. Warte, was... Gut. Du escortest mal Richtung Norden. Du behältst hier die Ohrhand und du, keine Ahnung, was mache ich mit dir? Wo bist du denn? Ah, da. So. Mal.
du bleibst hier. Und das war's schon. Gut. Chillig. Ja. Ein Charaktertyp des Ranges General hat Stufe 3 erreicht. Mhm. Nahkampfabwehr für alle Infanterieeinheiten. Angriffsbonus für alle hellenischen Infanterieeinheiten, Moral für die Einheit des Kommandanten. So, gut. Dann Flotte aufstellen. Nö, danke. Die öffentliche Ordnung dieser Provinz ist so schlecht, dass es hier bald Sklavenaufstände geben wird. Ich habe was fertig gebaut. Der hat irgendwas gekriegt. Und die Armee von dem hier ist jetzt vollständig. So, mein Freund, du hörst jetzt mal mit dem Gewaltmarschgetue auf. Warte mal, du bist schon gar nicht mehr im Gewaltmarsch. Okay. Da steht aber immer noch eine kleine Armee bei. Ja, haben. Ah, nee, das sind die, glaube ich, die Überlebenden. Ja, denk auch. So. Auch wenn es nicht ganz ideal ist. Also, erstmal schicke ich die Spionen dahin. Versagen sabotieren. Positive Sicht für kritische Erfolge. Ne? Was senkt die Bewegungsreiche einer feindlichen Armee? Nee, was kann ich machen, wenn du die Siedlung angreifst? Was bringt mir das? Kann ich euch behilflich sein? Enthüllt bisher unentdeckte Armeen, Siedlungen und oder Agenten, die in der Fraktion Zielarmee angehören. Pff, nee, bringt mir auch nichts ein. Du machst es trotzdem, einfach nur, weil du dann vielleicht... Erfahrung bekommt sie auf jeden Fall. Ja, genau, sage ich ja. Und das war das, worauf ich spekuliert habe. Und sie hat ein Level up gekriegt. Ja, wunderbar. So, mal gucken. Vielleicht erreichst du ja doch irgendwann mal noch was Praktisches. Ja. So. Und dann kannst du jetzt diese Siedlung angreifen. Es ist nur gar nicht so entschieden, wie ich mir das gedacht habe. Umstellen. Warte, was ist das? Okay. Ich umstelle die Siedlung. Die Siedlung wird belagert! Mhm. Und wartet auf Verstärkung, oder? Ja, genau. Und schicke jetzt die zweite Fullstack darunter. Die kann ja aber in der Dingsstellung, in der Gewaltmaßstellung nicht unterstützen. Nee. Später. Deswegen hoffe ich, dass er, obwohl, wenn er mich angreift, keine Ahnung. Also, genau, also Gewaltmarsch unterstützt nicht. Mhm. Und ja, wenn er dich angreift, dann bist du quasi mit dem Zorn oder wie das heißt, ja, alleine. Ja, Zorn, ja. Ja, genau. Aber ich habe ihn jetzt halt nicht in Reichweite, aber er ist nicht im Gewaltmarsch, sondern im normalen. Ja, okay, ja. Dingsstellung. So. Allerdings habe ich doch jetzt irgendwo noch so ein paar Dudes. So. Guck mal, du gehst jetzt da runter. Ich kann euch noch weiterhelfen.
machst da irgendwas Tolles hoffentlich. Und ich hatte doch noch irgendwo so einen Typen. Wie kann ich euch dienen? Genau, du gehst mal hier rüber. Meine Reise beginnt. Und sagst mir, ob da irgendwas los ist. Und so. Zu euren Diensten. Dann schauen wir doch jetzt mal. Cleopatra kann auch noch was tun. Ja, dann läufst du mal weiter da lang. Und stiehlst dann Essen. So. So, die Dreizacke des Poseidon. Rache von Atlantis. Zorn belagert jetzt da. Kann ich verstärken während der Belagerung? Wie verstärken? Nein, okay. Ja, dass ich Einheiten rekrutiere. Achso, nee. Aber Söldner könnte ich. Nee, ich kann nicht mal Söldner. Doch. Doch, Söldner kannst du. Also, wenn welche da sind, kann man Söldner holen. Ah, ja. Aber brauche ich eigentlich nicht. So. Ist die Frage, soll ich jetzt die Gestia angreifen oder nicht? Weil die Speere sind noch. Wären bereit, theoretisch. So, warte mal. Bewegen, abbrechen. Jetzt schauen wir erstmal, gehen wir erstmal näher hin. Ja, unerlaubtes Betreten. Ich hab's mir fast gedacht. Und jetzt sagst du mir mal, was er da so hat. 4 Einheiten, die Kriegstreiber in einer Stadt mit 7 Garnisonseinheiten gegen 20. Ja. Tja. Magst du mir bei der Eroberung helfen? Ja, können wir schon machen. Gut. Ist mir lieber, wie wenn du gegen mich spielst. Ja, wahrscheinlich. So, keine Verbündete. Ran an den Speck. Nun gut. Jam, jam. Oh. Was denn? Das ist dermaßen eindeutig, das kann man automatisch spielen. Ja. Ich dachte, irgendwas Schlimmes. Nee, das ist... Naja, also eindeutig ist anderes, ne? Hä, bei mir, bei mir ist da ungefähr der komplette Balken. Ja. Gelb. Aber da hat man ein bisschen Rot noch gesehen. Ja, also. So. Er hatte noch mein Schuss. Basilon ist Level 6 geworden. Sehr schön.
So. Gut, na dann. Herzlichen Glückwunsch, Herakles Speere. Ihr seid hiermit die erste Armee in der Spartan... Oder warte, ich will erstmal gucken, was bewirkt das jetzt? Geht das überhaupt? Weil ich habe ja nicht meinen eigenen Schmied da drin. Hä? Hä, warum geht das jetzt nicht? Okay, wow. Ja, aber ich kann das trotzdem machen? Also da steht, es ist der, also halt von der fremden Fraktion der Schildmacher. Ja. Aber angeblich kann ich meine Einheiten aufrüsten. Ha. Das weiß ich gerade spontan auch nicht. Probieren wir es aus, ob es geht oder nicht. Es geht. Okay. Meine Einheiten haben jetzt also bessere Rüstung. So. Dann lasse ich das mal so, bis ich das andere erforscht habe. Achso, ja klar, natürlich geht es. Oh, das machst du auch die ganze Zeit. Damit. So. Das wird auch abgerissen. So. Eine Armee der Lugier steht vor Malwa. Allerdings habe ich ja schon gesagt, dass ich die Stadt wahrscheinlich aufgeben werde, weil so viel öffentliche Ordnung an Minus wieder gerade ist. Kann ich die Stadt ruhig haben? Soll er sich doch mit den Rebellen dann rumschlagen? Ja, wenn er schlau wäre, würde er es nur plündern und weggehen. Also das gar nicht übernehmen. Wenn er schlau wäre. Aber das machen die eher selten. So. Ja, wobei die Nordländer, also die Völker eigentlich öfters. Könnte schon passieren. Gut, dann ich brauche 1, 2, 3, 4. Ich brauche also 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, also nochmal. 1, 2, 3. Aber was fehlt jetzt noch? Ah, nee, stopp, falsch. Stopp, aus. So, bam. Ist die Frage, lohnt es sich überhaupt noch spartanische Hopliten zu rekrutieren? Das ist die Frage. Ja, tut's. Okay. Okay. Schnelle Antwort. Bevor du Schluss machst, ja, würde ich Schluss machen. Alles klar. Was? Du machst sonst Schluss? Ja. Ich will jetzt nicht mehr. Nee, weil sonst kommt ja die ganze Runde mit den ganzen Angriffen wieder. Ach so, ja, genau. Und dann haben wir wieder Genau, wir sind jetzt schon bei 3 Stunden und das passt fürs... Okay, für weißt du, ich tue dann... Obwohl, warte. Ich glaube, dafür habe ich jetzt kein Geld mehr. Sehr schade. Oh. Brauchst du Geld? Was hat der mit... Ach so, warte, ich belagere die Stadt gerade. Dass die da öffentlich ordnungsmäßig nicht besonders gut drauf sind, wundert mich irgendwie doch nicht so sehr. So. Bei dem Belagern werden da die in der Stadt die Armeen oder die Garnisonsarmeen hungern aber mehr aus als meine, oder? Kommt drauf an. Also normalerweise ist es so, dass die mehr hungern als deine Einheiten. Aber es kann auch geskillt sein, dass die sehr lange aushalten. Okay, gut zu wissen. Na dann! Gut. Schaue ich jetzt noch einmal, ob auch wirklich alles erledigt ist. Aber das sieht soweit gut aus.
Ja gut, du zählst nicht und du zählst schon bei dir, das nervt mich, aber ich kann jetzt gerade nicht so richtig viel dran ändern. Heißt, wir sind fertig. Wir sind fertig, genau. Ich speichere noch. Genau. Ja, willst du die Abmod machen? Natürlich, ich bin dran. Es war doch schon immer die Regel, derjenige, der dran ist, macht doch die Abmod. Ah, warte, eine Sache könnte ich noch kurz gucken, nur um sicher zu gehen. Ich bezweifle, dass irgendwie was ist, aber... um zu schauen, ob ich zufälligerweise irgendwo einen neuen... Warte mal. War das das mit dem Selbstmord oder war das das mit... Nee, scheiden. Wenn die ein Kind kriegen und ich sie dann scheiden lasse und sie mit einem neuen... Kann ich sie dann mit einem neuen Mann verheiraten, mit dem sie noch ein Kind kriegt? Ja. Aber das Scheiden lassen ist ja nicht ganz so... Ja. Das boost dann sehr viel Gravitas ein, ne? Ja, Gravitas. Warte, die Frau ist auch schon 44. Ja. Callisto. Okay. Ja gut, dann. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Es waren heute ein paar siegreiche Aktionen und ein paar ziemlich erniedrigende dabei, auf beiden Seiten, sowohl bei Tobi wie auch bei mir. Schnauze. Verluste sind zu beklagen, Tote zu beerdigen und Blut von Stadtmauern zu kratzen. Genau. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis denn. Was habe ich früher? Habe ich immer irgendwas Witziges gesagt, aber ich habe vergessen, was das war. Weiß auch nicht mehr. Schau mit V oder so. Nee, Wiederschauen reingehauen. Achso. Nee, das war's aber auch nicht. Ist ja auch egal. Macht's gut, bis egal. Zum nächsten Mal. Wir fällt euch wieder ein. So. Gut.